Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein, wa? Und wir sind ja hier immer noch in Eisenwald. Karte der Patrouillenrouten. Okay. Keine Ahnung, ob das irgendwas zu sagen hat. Wird sich wahrscheinlich erst so im Laufe des, des Levels herausstellen. So, laden wir erstmal hier unser Dingens auf. Ist voll. So, Enigma Codes wieder mal schön gefunden. Aha. So. Dann laden wir gleich mal das Ding auf hier. Zack, bup, bup. So, und hier gibt es noch diverse Secrets irgendwie. Wurde hier gerade angezeigt. Moment. Also ich stehe eigentlich direkt davor. Aha. Wo soll das hier sein? Tja, wahrscheinlich da in dem Raum drinne, aber... Oh. Kesselraum, Vorsicht, Vergiftungsgefahr. Mhm. Ich stehe jetzt... Moment mal. Aha, das war das Secret. Aha. Okay. Also ist da bloß noch eins mit dem Fragezeichen. Ach du Scheiße, Alter. Gibt's hier irgendwelche Feinde? Oh, 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 oh ja, gibt es. Ich brauche eine Knarre. Und zwar ganz dringend. Man den von oben jetzt. Ja. Na, komm mal ran. Komm mal ran, Junge. Oh, sieht die Sache recht entspannt, wa? Doch, ja, nun, schlender mal ran. Komm her! Ich zerquetsche dich, du Feigling! Ja! Du Teufel! Du Teufel! So. Muss hier aber erstmal gucken. Hier war ja, hier hinten ist auch noch einer rumgegeistert. Geh erstmal hier gucken. Kann ich die nicht von hinten hier? Wollte gerade sagen. So. Die Dinger sind ja nicht aggro auf mich, wa? Halt. So, sieht doch nicht so aus, wenn hier noch irgendwelche Wachen sind. Und hier soll noch irgendwo ein Secret sein. Ja, da müssen wir mal gucken. Genau auf der anderen Seite. Also quasi da und dann rechts. Hä? Hier oder was? Da blinkt doch was. Haha, Goldklumpen entdeckt. Ach, die fördern hier Gold. So, so. Interessant. So, jetzt muss ich aber erstmal überlegen, wo ich hier hin muss.
Muss hier bei Shiny erstmal wieder hoch. So. Und dann da lang irgendwie. Was haben wir denn da? Verbesserung Laserschneider schießen. Der Laserschneider wurde mit einer neuen Batterie verbessert. Zusätzlich zu einer verlängerten Schneidedauer lässt sich nun der Schussmodus aktivieren, der es dir ermöglicht, aus der Ferne auf Gegner zu schießen. Na endlich! Das ist natürlich... Wir müssen noch eine Etage höher. Ach, guck mal da. Der hat mich auch schon gesehen, der Hund. So, zwei Schussbrauer. So, hier sind wir hergekommen, da waren wir schon. Also werden wir mal hier geradeaus weiter. Noch mal schnell die Karte checken, haben wir. Hallo? Wer ist er denn? Okay. Also, wir stellen fest, auf keinen Fall runter. Kann ich hier einfach so an dem vorbei? Scheiße, aua. Sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Halt, gleich nochmal aufladen. Yay. Sind ja nette Hoodies, wa? So, ich denke mal, jeder kommt hier nicht her, oder? Nö. Wait. Oh. Was ist das denn da alles? Tja, das ist Zellenblock B. Dann muss auch B2 hier irgendwo sein. Aha. Ist, höchstwahrscheinlich, ne? Finde Zellblock B2. Mhm. Finde die Widerstandsmitglieder. Alles klar. Kurz und schmerzlos. Kiki. So. Moment, ich muss mir jetzt mal hier umgucken, wa? Okay, hier scheint es aber nicht viel zu geben. Och, endlich was zum Ballern, ey. Aber ich guck mich trotzdem mal um. Ach, das ist hier Glas. Sehr interessant. Sehr interessanter Zellenblockaufbau. Kommt man hier rein? Kann man hier, also ich muss ja nicht unbedingt mit dem Fahrstuhl fahren, weil ich kann ja auch die Treppe nehmen. Das ist vielleicht günstiger. Dann erregt man nicht so viel Aufmerksamkeit. Bereich Freiheiten, alles klar. Ich gehe weiter. Bitte was? Oh, man kann die Dinger kaputt schießen, Gott sei Dank. Okay, also da muss ich jetzt auch noch aufpassen. Eieieiei. Und munitionstechnisch ist man da natürlich mit dem Ding hier nicht so gut aufgestellt. Vielleicht doch den Fahrstuhl nehmen sollen. Ah ja. Oh Gott sei Dank, man kann aufladen. Und irgendwer wird da ein bisschen gequält oder so. So klingt es. B2. Also B2 haben wir. Welche Zellennummer? Oh.
Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, auf zu schießen. Der furchtbar. So, da hat er gleich noch einen gesehen. Hier war doch noch einer. Na, vielleicht noch nicht. So, was haben wir denn hier? Verschlossen. Okay. Also ich wäre jetzt hier vor Ort. Das ist aber, denke ich mal, noch nicht korrekt, was ich hier gemacht habe. Ich hätte vielleicht doch den Fahrstuhl nehmen sollen. Finde die Widerstandsmitglieder, ja. Wir können mal kurz ins Logbuch gucken. Okay, bin in Zellblock B2 eingedrungen. War einfacher als ich dachte, muss jetzt nur noch diese Leute vom Widerstand finden, ja. Hm. Muss ich hier jede Tür anklicken? Nee, ne? So, nochmal schnell nachladen. Ich werde mal doch den Fahrstuhl nehmen. Ist vielleicht doch jetzt clever. Weil ich denke mal, damit kommen wir irgendwie in den Hauptteil. Was? Generalstraße? Die Generalstraße? Aha. Du bist die letzte Hoffnung, ja. Du bist die allerletzte. Okay, das hat mir jetzt... Doch, hat mich weitergebracht. B2, Zeit, die Monster aus ihren Käfigen zu lassen. Jupp. Klopf, klopf. Der lebt noch? Gefesselt für die Tiere. Die gottverdammte Tiere. So, dann weg, die mal hier alle freilassen, wa? So, nochmal nachladen, bevor hier eine Ladesequenz kommt. So. Ihr seid frei! Blödes Ding, wirst du wohl abgehen! Everything is gone to shit. Outclassed and outgunned. We can't catch up. People are getting desperate. People are dying. The resistance calls on you. Berlin. Come in, Berlin. What's your status? We're in bad shape, Captain. Completely surrounded. They're gonna find all of us. You know, I've been on the run my whole life. So sick of silence. This moment, right now, it's gonna be loud. With these machines in our possession, we can go anywhere, hit anything, arm ourselves to the hilt. We will rise up. And take down Death's head for good.